Mann, kannst du nicht warten, bis wir an der Kreuzung sind? Du hast gesagt, ich soll wenden. Ich sagte, lass mich fahren. Ich denk nicht dran. Mein Name ist Lydia Simmons. Und das ist mein Bruder Stu. Tut sie sonst noch was, was ich wissen sollte? Ja, ich könnte dir noch einiges mehr erzählen. Ich denke nicht, dass du es wissen solltest. Seit mein Dad aus dem Krieg zurück ist, ist nichts mehr so, wie es war. Eine Frau will öfter mal in die Arme genommen werden, sonst hat sie das Gefühl, dass man sie nicht mehr mag. Ich gebe dir diesen Ratschlag auch nur, weil ich sehe, dass du gar nicht weißt, was du tun sollst. So würdest du so nett sein und das Tischgebet sprechen. Aber wenigstens waren wir wieder zusammen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Jetzt ist Sommer in Mississippi. Und wir Kinder bauen uns ein eigenes Haus. Entschuldige mal, Fettkloß. Ist es unbedingt nötig, dass du uns was vorträllerst? Ich bin auf Diät, aber vielleicht weißt du es nicht. Meine Schilddrüse ist krank. Ich habe eher das Gefühl, du hast ein Zuckerstangenleiden. Nur eins zerstörte unseren perfekten Sommer. Die Lindnickys kommen hierher. Verschwindet und lasst den Karren stehen. Hey, hat jemand von dem Ort hier was erzählt? Dir doch nicht. Ist mir vollkommen egal. Und wenn er mir jedes Haar einzeln ausreißt, ich sage nur Ding-Dinge-Ling-Ding-Ding-Ding-Dong. Oh nein, nein. Ich fürchte, wir werden Anspruch auf euer scheiß Baumhaus erheben müssen. Ihr seid wie wilde Indianer, habe ich recht? Das ist reine Selbstverteidigung, Dad. Jetzt gehört es uns. Du bist in den Krieg gezogen gegen Menschen, die du nicht mal kanntest. Letzten Endes habe ich mehr Menschen getötet als geholfen. Das ist unser Haus. Sollten wir nicht wenigstens darum kämpfen? Lydia, hast du total vergessen, was Daddy uns gesagt hat? Manchmal braucht es nur eine Sekunde oder einen Bruchteil davon. Doch später bedauerst du es dann, Zeit deines Lebens. Meine Mutter sagt, dass Leute nur deshalb andere schlecht behandeln, weil sie unwissend sind. Entschuldige, wie bitte? Von jetzt an wird sie hier sitzen, wo sie was sehen kann. Und sie werden sie auch nicht mehr mit schwarzes Mädchen anreden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber meine Freunde haben Namen. Universal Pictures präsentiert Elijah Wood. Kevin Costner. In einem neuen Film des Regisseurs von Grüne Tomaten. Das Baumhaus. Ich hoffe, du weißt, dass die zwei mich eben zusammengeschlagen haben. Ich weiß, wer die zwei sind. Wieso hast du ihnen dann gerade Moms und Lydias Zuckerwatte geschenkt? Weil sie so aussahen, als ob sie schon lange nichts mehr geschenkt gekriegt hätten. Was das Kämpfen angeht, hat mein Daddy mal gesagt, wir beide sind zu besseren Berufen.